Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Cluster Duo. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Cluster Duo. Moment, Jörg, Cluster, das hast du doch uns schon vorgestellt. Ja, Cluster, habe ich euch schon vorgestellt. Hier haben wir die Box für 1 bis 4 Personen und jetzt gibt's was Neues. Es gibt Cluster Duo für 1 bis 2 Personen mit etwas anderen Magneten und dieses besondere Spiel zeige ich euch im Verlauf des Videos. Ich glaube, ein bisschen spielerisch. Aufbau, Abläufe. Es gibt am Ende des Videos auch noch ein kleines Fazit. Ja, Borderline Edition, 7 Jahre steht hier dabei. Ja, und das Spiel, ja, geht gerade mal 10 Minuten. Ab 7 Jahre steht hier auf der Verpackung. Und ja, jetzt gucken wir mal, was man denn hier machen muss. Wobei, man erkennt schon ein bisschen aufgrund des Designs, es sind die Magneten. Es ist eine Schnur und damit kann man auch schon beginnen mit dem Spiel. Weil aufgebaut habe ich es bereits. Die Schnur habe ich praktisch ein bisschen beliebig in die Mitte gelegt und jeder nimmt die Magneten. Was macht man? Ihr merkt schon, wie stark die sind. Bei Cluster Duo waren die übrigens etwas kleiner, die Steinchen. Hier sind sie etwas größer, aber jeder bekommt jetzt hier praktisch seine 6 Magneten. Dann nimmt man einen Magnet, platziert ihn in die Mitte. Ziel ist es, seine Magneten loszuwerden. Der nächste Magnet, der landet hier. Ja, die nächste Person setzt einen Magnet hier. Ihr merkt schon, ich muss die Magneten zur Seite nehmen. Die sind unheimlich stark. Und setzt hier wieder ein. So, nächste Person ist dran. Langsam wird es kritisch, weil wenn es knallt, also wenn die Magneten zusammenschnalzen, muss ich die nehmen. Dann ist mein Zug sofort vorbei, auch wenn ich noch keinen gesetzt habe. Aber da ist ja noch genug Platz. Nächste Person ist dran. Ich kann auch das Seil ein bisschen zur Seite schieben. Stellt gar kein Problem dar. Aber so langsam wird es kritisch. So, und jetzt schauen wir mal. Vielleicht kriege ich den hier rein. Ein bisschen muss ich euch auch zeigen. Dann merkt ihr auch, wie stark das miteinander verknüpft ist. Und ob das auch... Wow, das hat doch gepasst. Die andere Person kommt schon ins Schwitzen. Vielleicht gibt es einen Gleichstand. Wird schwierig. So, ich setze jetzt hier den hier so drauf. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Hat geklappt. Wow. Das wird ja richtig spannend. Mal gucken, ob man den hier reinkriegt. Ja. Ich glaube, der Jörg hat das Spiel, oder die Person hat das Spiel verloren. Mit so vielen Magneten. Über so viele Magneten. Aber so funktioniert das Spiel. Das ist Cluster Duo. Und das könnt ihr alleine spielen oder zu zweit spielen. Was jetzt noch fehlt, ist ein kurzes Fazit. Und damit bin ich beim Fazit von Cluster Duo. Ich denke, aufgrund der Information, aufgrund des kurzen Beitrags, spielerisch, wisst ihr definitiv, ob das was für euch ist oder nicht. Weil das klassische Cluster habe ich euch schon vorgestellt. Die Steinchen sind ein bisschen kleiner, aber man kann sie absolvieren für 1 bis 4 Personen. Sehr, sehr erfolgreich und immer wieder zeige ich auch das Spiel als Mitbringspiel, als kleines Geschenk. Ist ein Spiel für nichts. Es ist eigentlich ein Spiel für jeden. Es sei denn, man mag die Art und Weise, die Spielweise mit dem Magneten nicht, aber das ist sofort erklärt und es hat einen sehr hohen Aufforderungscharakter. Aufgrund des Erfolges hat man jetzt etwas größere Magneten verwendet. Die kannte ich auch schon. Boah, das Spiel ist bestimmt schon 30 Jahre alt. Rattlesnake heißt das Spiel, glaube ich. Da hat man auch solche Magneten verwendet, um sie auf so einen Plan zu legen. Aber das Spiel hat ja bestimmt schon 20, 30 Jahre auf dem Buckel. Aber das Ganze hier elegant zu lösen, auch mit solchen Magneten, ist richtig gut gemacht. Ich mag die Spielweise. Beide Spiele finden ihre Berechtigung. Man denkt, ja, brauchst du nicht beide Spiele. Oh doch, die Magneten sind ein bisschen anders und ich mag das Spiel. Und da kann man es jetzt alleine zu zweit spielen und die Magneten, gerade wenn sie etwas größer sind und sehr stark anziehend sind, also da legt jetzt nicht unbedingt irgendwelche elektronischen Geräte oder sonstiges daneben. Gibt es übrigens auch Hinweise in der Anleitung, was man beachten muss, gerade körperlich, wenn man da irgendwelche Funktionen hat oder elektronischen, ja, also da gibt es definitiv Hinweise. Da muss man schauen, weil die Magneten sind richtig stark. Das habt ihr auch gesehen, aber es ist ein faszinierendes Spiel nach wie vor. Es ist kein Spiel, wo wir sagen, heute, morgen, ihr wisst ja, mein Standardsatz, übermorgen wieder, dazu spielen wir sehr viel. Aber als Spiel für unterwegs, wo man mitnehmen zu Freunden, Bekannten, als Geschenk, als Mitbringspiel, wo man einen hohen Aufforderungscharakter hat, wo sofort die Leute begeistert sind. Ein Spiel für Jung und Alt. Eigentlich hat man ja auch die Altersangabe 7 Jahre streichen können, weil es ist ein Spiel definitiv für jeden, sofern man die Art und Weise des Spiels mag. Und die finde ich richtig super elegant gelöst. Und ja, das Spiel gibt es schon im Handel. Da müsst ihr mal schauen, wenn ihr schon gespielt habt, was euer Eindruck ist.
ihr dürft es gerne kommentieren, aber das Spiel gibt es schon im Handel oder schaut gerne über die unten genannten Links. Ja, ihr wisst ja, da unterstützt ihr uns automatisch, zahlt nicht mehr, müssen keine Spiele sein, aber ich bin sehr auf eure Meinung gespannt und ob euch das Ganze holt oder auch nicht oder in dieser Version für bis zu 4 Personen, das bleibt wie immer euch überlassen. Es ist unglaublich, wie sich die schon wieder anziehen, aber damit beschließe ich das Ganze. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald. We'll be right back.